Ich bin Zora, ich bin 16 Jahre alt und gehe hier in Berlin zur Schule. Und dieses Wochenende bin ich bei Jugend Hackt. Ich habe dann immer so Ideen und das könnte man mal machen und so, aber es ist natürlich auch ziemlich schwierig, die dann umzusetzen. Also mit Gleichaltrigen dann irgendwelche Gruppen aufzubauen, dazu eignet sich Jugend Hackt eben sehr gut. Also dadurch, dass wir da sozusagen eben vernetzt werden und wir können uns sozusagen ergänzen mit unseren Fähigkeiten und haben dann Zeit, uns zusammen darum zu kümmern, auch an einem Punkt zu sein. Also es ist ja nochmal was anderes, wenn man über ganz Deutschland verteilt ist und das dann über ja, Chat und sowas regeln muss. Also, happy hacking. Los geht's. Also da gibt es ja so Projekte und wir sind rumgegangen, haben uns die Plakate angeguckt und dann gab es eben auch welche, die sich damit befasst haben, so Überwachungskameras in der Stadt zu spotten. Also, dass man irgendwo lang geht und dann informiert wird, wo diese Überwachungskamera ist. Und wir haben uns überlegt, dass wir das eben mit einem Armband machen. Also, dass wir ein Armband haben, was uns über einen Vibrationsmotor informiert, wenn irgendwie im Umkreis von 4 Metern sich eine Kamera befindet, damit man einfach so ein bisschen besseres Verständnis dafür hat, wie viele da auch eigentlich sind. So, Kram, guck mal, das ist echt cool. Das ist. Ich bastel am liebsten mit Arduino und ich mag das so in die Richtung so Wearables. Also Elektronik in Kleidung, in tragbaren Sachen eben drin. Da ist auch eine Software-Komponente dabei, aber eben auch sehr viel Hardware und das reizt mich. Ich will auch wissen, wie die Sachen wirklich an sich funktionieren. In der Schule, die können halt eben auch nicht alles beibringen und es ist immer gut, sich neben der Schule für Sachen zu interessieren und sich neben der Schule auch mit den Sachen zu befassen. Im Setup legst du fest, welche Pins für was benutzt werden. Du kannst zum Beispiel sagen, kann ich euch irgendwas helfen? Also ich kenne jetzt auf meiner alten Schule, auf meiner Realschule war das so, wir hatten nicht mal mehr Informatikunterricht. Bei uns war nicht mal mehr Excel, Word, PowerPoint, das konnten die meisten nicht. Und hier geht das Ganze natürlich noch mal über hinaus und das finde ich super. Also für mich ist Jugend Hackt erstmal extrem cool, weil ich hier extrem viele Leute habe, mit denen ich reden kann, die sich auch auskennen. Hier gefällt es, dass man die Möglichkeit hat, mit anderen Leuten zusammen was zu entwickeln, was man so normalerweise nicht hat, weil ja an der Schule, an der man vielleicht ist, gar nicht so viele Leute sind, die sich dafür auch interessieren. Man sieht halt, dass man wirklich an einem Wochenende was erreichen kann und außerdem ist es halt wirklich schön, dass man mit Leuten zusammenarbeiten kann, die ja die gleichen Interessen haben. Man lernt neue Leute kennen, die man wahrscheinlich sonst nicht kennenlernt. Man lernt hier ganz neue Sachen und ja, es macht Spaß. Also es ist nicht nur so, dass sie einfach an einer Sache arbeiten, sondern wir lernen auch was dazu und das trägt auch definitiv dazu bei, dass sich da eben auch eine Sensibilität dafür entwickelt und viele Leute entdecken das dann auch nochmal extra für sich und wollen es dann auch wirklich machen und ich denke auch viele von denen, die da sind, werden auf jeden Fall Softwareentwickler. Also die werden eben was verändern, weil die werden in Firmen angestellt werden und werden irgendwo rumcoden und ja.